Hallo allen, ich bin's mit euch, Varius. Der Part 1 zu LEGO Ninjago Crystallize ist draußen und der Part 2 kommt bald. Doch was wird passieren, dass Tommy Andreessen schrieb, dass Gefühle wie Schmerz und Trauer beim Rewatch vorkamen? Zu diesem Thema will ich in diesem Video auch eine Theorie machen. Dann ziehe ich dich in die Länge und fange mal wie immer nach dem Intro an. Heute habe ich mir die abschließenden Folgen der aktuellen Ninjago-Serie noch einmal angeschaut und war erneut beeindruckt. Freude, Schmerz, Stolz und Traurigkeit, alles vermischt. Ich bin mir sicher, dass es nicht jeder will, aber zumindest wollte ich es. Und ich bin zuversichtlich, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben, so schwer sie auch waren. Das war der vollständige Tweet von Tommy Andreessen und ich will mich in diesem Video auf den Schmerz und die Traurigkeit, die in diesem Tweet vorkam, fokussieren. Also, was kann passieren, dass diese Emotionen kamen? Meine Vermutung ist, dass Wu und Pixel sterben werden, beziehungsweise Pixel zerstört wird. Erst will ich darüber reden, wieso Pixel sterben könnte. Tommy Andreessen, werden wir je sehen, wie Zane und Pixel sich küssen? Achte darauf, was du dir wünschst. Nicht alle Küsse sind glücklich. Also, nicht jeder Kuss ist ein glücklicher. Dies ist eine direkte Hindeutung darauf, dass der Kuss zwischen Zane und Pixel nicht unter glücklichen Umständen gezeigt wird. Und in meinen Augen wäre es logisch, wenn dies bei Pixels Tod passieren würde. Der Ninjago Crystallize Poster spielt in meiner Theorie auch eine Rolle. Tommy hatte schon mal einen Endgame-Vergleich gebracht. Und dann kommt noch der Poster, der eine Kopie von Avengers Endgames Poster ist. Auf dem Platz von Black Widow ist Pixel. Black Widow starb im Film Avengers Endgame. Und tut Pixel dies auch? Wenn man Tommys Kuss-Tweet mit der Poster-Theorie zusammentut, ist es wahrscheinlich, dass Pixel stirbt. Beziehungsweise es erscheint logisch, wenn Pixel sterben würde. Doch ich gehe mal zu Wu rüber, welcher auch auf dem Poster drauf ist und Iron Man Stelle einnimmt. Iron Man ist auch in Avengers Endgame gestorben. Und das komplett am Ende des Kampfes als eine Art Anführer. Und ich vermute, das gleiche Schicksal könnte Sensei Wu ereilen. Es dauert nicht mehr lange und dann kommen auch schon die letzten Folgen von der Serie LEGO Ninjago raus. Ich bin echt gespannt, wie die letzten Folgen der Serie LEGO Ninjago sein werden und ob jemand stirbt. Ich persönlich sehe es als sehr wahrscheinlich, dass Pixel und Wu sterben werden. Eure Theorien zum Part 2 könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Das war's auch schon. Wünsche euch viel LEGO und ich sag mal wie immer, tschüss.